wie die Psychiatrie entstand. Die Neuzeit unterscheidet sich vom Mittelalter durch eine wesentlich größere Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Im Mittelalter gab es sehr, sehr viele Feiertage und die Menschen haben sehr viel weniger gearbeitet als in der Neuzeit. Wenn man Menschen auf 14 oder 16 Stunden am Tag in Fabriken zwingt, kann man den Dorfdepp nicht länger auf dem Marktplatz liegen lassen. Weil sonst macht jeder Arbeiter den Dorfdepp, weil er dann das bessere Leben hat. Also muss eine Institution her, die noch unangenehmer ist als die Fabrik.